Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute geht es um einen ganz besonderen Film und zwar Bullet Train. Ja, Film konnte ich mir gestern Vorpremiere anschauen. Film, den ich ja so gar nicht auf dem Schirm hatte. Dieses Jahr, der kam irgendwann mal, ich glaube im März, April irgendwie kam der erste Trailer. Und da ich dachte, wow, Brad Pitt und so weiter, Trailer sieht sehr gut aus. Und mal gucken, da könnte man vielleicht ins Kino gehen. Und zum Glück habe ich es gemacht, hat es gestern alles sehr gut gepasst. Und sag jetzt schon mal an dieser Stelle, dieses Jahr wird es sehr schwierig für die Top 5 bei mir. Also ihr merkt schon, der Film hat mir sehr gefallen. Es gab dieses Jahr wirklich sehr viele gute Filme. Und der gehört definitiv dazu, das kann ich ja schon mal an dieser Stelle sagen. Aber fangen wir jetzt mal an. Bullet Train, was ist das überhaupt für ein Film? Von wem ist das? Ist von David Leitch. Genau so wird er, glaube ich, ausgesprochen. Ich hoffe, es ist aber richtig ausgesprochen. Dürften von einigen euch ja schon mal bekannt sein. Stunt-Koordinator, Stuntman, was weiß ich, wo hat er angefangen? Mittlerweile ist auch Produzent, Drehbuch, na doch, glaube ich, auch schon eingeschrieben, oder auch, wie gesagt, macht auch selber Regie, hat er auch John Wick 1 gemacht, also nicht selber, noch mit jemand anderem zusammen. Aber Atomic Blonde zum Beispiel, ein Film, den ich sehr, sehr mag, den hat er ja gemacht. Deadpool 2 ist von ihm. Und jetzt hier Bullet Train. Ja, wie gesagt, Brad Pitt, also wir haben hier angesichts, also sehr viele Stars, auch so noch ein paar, wie sagt man das, Cameo-Auftritte sogar, will ich an dieser Stelle auch nicht verraten. Hauptperson ist hier aber eindeutig Brad Pitt. Und Brad Pitt ist jemand, den sehe ich sehr, sehr gerne, hat auch in den letzten Jahren eigentlich immer sehr abwechslungsreiche Rollen gespielt, hat mir auch immer gefallen, egal wo er überhaupt mitgespielt hat, auch wenn es hier wie bei Lost City, ne, ihr wisst, was ich meine, den mit Sandra Bullock hier und Channing Tatum. Da hat es ja auch... da hat er auch sehr viel Spaß gemacht, seine Rolle. Die war zwar da nur kurz gewesen, aber die war schon ziemlich cool. Und hier spielt er auch wieder so einen ganz anderen Typen und so ein bisschen tollpatschig. Ladybug nennt er, oder wird er genannt, ist sein Deckname. Ja, in den ganzen Filmen haben die Leute immer so einen Decknamen und so weiter. Es ist sehr, sehr cool, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Worum geht's denn aber jetzt? Kommen wir erstmal rum, worum geht's überhaupt in diesem Film, ja? Bullet Train, das ist ja so diese, wie heißen die, Shinkansen-Züge oder so, in Japan oder so. Wie gesagt, das ist ein Zug, der von, Tokio nach Kyoto fährt. Genau, und in diesem, hat er einen Auftrag, er soll halt diesen, einfach nur einen Koffer besorgen. Aber in diesem Zug sind halt noch andere Auftragsmörder, Auftragskiller, und dann haben wir so dieses Katz-und-Maus-Spiel in diesem Zug, wo halt, die sich halt sozusagen, gegenseitig jagen, so könnte man sagen, immer wieder. Ja, und dann halt ist eine ganz große Geschichte noch drumherum strukturiert, ich will auch gar nicht so viel verraten. Wie gesagt, der Film spielt eigentlich zu 90%, würde ich gar nicht sagen, also es spielt sehr viel, also dieser Haupt ist eigentlich nur in diesem Zug. Ja, wir sehen aber durch Rückblicke, was passiert ist mit irgendwie Figuren oder und so weiter, das sehen wir dann immer in Rückblicken, so dass es das Ganze auflockert, dass wir da nicht, die ganze Zeit nur diesen Zug haben, sondern immer wieder auch andere Szenarien sehen. Ja, das ist auch so sozusagen ein sehr, sehr guter Punkt in diesem Film, ist einfach so, dass diese Figuren auch alle sehr gut ausgearbeitet sind. Ja, Brad Pitt seine Rolle von den anderen Leuten da, die anderen, ob sie Bösewichte sind, die Guten und so weiter. Von jedem haben wir wirklich teilweise wirklich eine sehr, sehr gute Hintergrundgeschichte. Jeder ist auch so ein anderer Typ alles. Wir haben eigentlich auch sehr coole, lustige Dialoge. Also es ist ja eigentlich, es ist eine Action-Komödie, muss man mal sagen. Die aber auch, finde ich, von der Story her sehr gut ist. Also die ist, das ist ein Film mal wieder so, der mal wieder so komplett anders ist. So, wisst ihr, so ich weiß gar nicht, was hat man da als letztes? So ein Film, der so ein bisschen abgedreht ist, so mal wieder mit verrückten Sachen spielt. Also abgedreht hatte ich ja noch hier Everything, Everywhere, All at Once. So nicht. Der ist zwar auch abgedreht, aber so, mir fällt jetzt, Deadpool zum Beispiel war ja auch sehr abgedreht gewesen, Deadpool 2. Aber so wie Suicide Squad, der aus dem letzten Jahr, der war auch so ein bisschen mit abgedrehten Ideen. Und so ist der auch irgendwie so mit komischen Charakteren, komischen Leuten, sehr abgedrehten, beknackten Dialogen, sehr coolen Witz. Und die Action ist auch ziemlich cool in Szene gesetzt. Sie haben so richtig schöne, wie gesagt, David Leitch, der kann das einfach so Kampfszenen, kann der einfach zeigen. Ja, das haben wir denn hier auch. Man muss sich vorstellen, so Kampfszenen, wo dann so wirklich, gearbeitet wird mit Alltagsgegenstände, werden da jemand umhergeworfen. Wir haben,
So mitten im Kampf wird dann einfach, weil das Telefon klingelt, sagt der eine, willst du nicht rangehen? Sie kämpfen aber gerade die ganze Zeit. So dieses Slapstick-Humor so in diesen Kämpfen, so wie bei Jackie Chan-Filmen zum Beispiel, genau. Da haben wir ja auch diesen Humor, wo auch das Ganze drumherum in diesem Raum zum Beispiel immer mitbenutzt wird beim Kämpfen. Und das haben wir hier auch und das ist sehr, sehr gut in Szene gesetzt. Der Film hat natürlich auch einiges an CGI. Das sieht teilweise nicht ganz so gut aus, aber es geht alles noch. Aber sozusagen die ganze Inszenierung des Films mit der Musik, dann die Einblendung mit den Namen und wie wir es dann immer so haben. Und auch die Geschichte, wie gesagt, die ist, wie sich das nachher zum Schluss, das große Ganze nachher so lichtet. Wir haben ja immer verschiedene Figuren, wissen gar nicht, was ist ihr Hintergrund, wieso sind sie da. Und das lichtet sich so nach und nach. Wir verfolgen hier, wie gesagt, die ganze Zeit sehr Brad Pitt. Aus seiner Sicht immer, er versteht es ja auch nicht und das ist sozusagen wie der Zuschauer und dann kriegen wir halt immer mehr Info haben und es ist sehr cool gemacht, Der Film geht 2 Stunden, das merkt man ihn aber nicht an, weil er doch sehr kurzweilig ist, weil immer wieder was passiert, immer wieder was anderes, immer wieder was Neues fällt den Leuten ein und ja, darum ist der Film, war ich wirklich sehr, sehr begeistert, muss ich sagen. Ja, der Film kriegt von mir eine 5 von 5. Ich sag, Leute, geht ins Kino bei diesem Film. Geht ins Kino, schaut ihn euch an. Wie gesagt, zählt für mich zu den Top-Filmen des Jahres. Zu den Top 5 Filmen auf jeden Fall. Wie gesagt, wird für mich schwierig dieses Jahr, mein Best-of-Video. Weiß gar nicht, wie ich die ganzen guten Filme da einordnen soll. Aber der hier definitiv eine 5 von 5. Hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich sage euch einfach nur, Leute, geht ins Kino, schaut ihn euch an. In diesem Sinne. Mehr will ich gar nicht mehr dazu sagen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr den Film gesehen habt, wie er euch gefallen hat. In diesem Sinne soll es auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.